So, da sind wir auch schon wieder. So, zum Beweis hier nochmal, wir sind Akt 3, Herz der Sünde steigt in den höllischen Abgrund. Profi, immer noch, Kampagne. Und wir können leider noch nicht, weil hier müssen wir zuerst mal Akt 4 abschließen und hier müssen wir einen Helden mindestens 60 haben auf Qual. Spiel fortführen. Nichts, was sagt, dass es lackt. Und wir gehen mit unserem Entengesicht, was wir jetzt so haben als Helm, auf die Jagd. Manche Fertigkeiten können nur mit bestimmten Waffentypen ausgeführt werden. Ich glaube, das betrifft nicht uns, sondern mehr den Barbaren. Weil bei uns ist es einfach nur, dass wir meistens eigentlich ein Schild brauchen. Genau, durchquert den Area-Krater, so. Habe ich sauber gemacht? Genau, ich habe das Inventar ein bisschen sauber gemacht. Pop. Sehe ich gar bestimmt, wie viel Schaden man hält, bevor er den bis zum Tode erleiden kann. Naja. So, ich muss mal für mich persönlich ein bisschen lauter machen. So. Quest. Durchquert die erste Ebene und findet die erste Ebene des Turms der Verdammnis. Ja, ich glaube, da haben wir alles gehört, genau. So, ab hier ist blind. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Hey, bleib stehen, bleib stehen. Oh, eine Stangenwaffe. Legendär. Bleib stehen. So, Glück gehabt. So, mein Gott, ey, zack, zack, zack. War eine legendäre Stangenwaffe. Oh, vielleicht ist das besser sogar als das, was ich habe. Mal gucken. Nicht zuerst mal draufklicken, was das ist. Zähigkeit und Heilung. Feuerwiderstand, Arkanwiderstand. Nehme ich mal mit. Legendäre Stangenwaffe. Getötete Gegner gewähren 73 Erfahrungspunkte. Chance, bewegungsunfähig zu machen, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. 280 Stärke. Mal gucken. Dann können wir nämlich auch hier. Würmchen, weg mit dir. Komm her. Wo bist du, Würmchen? Du bist doch bestimmt nicht tot, oder? Naja, gut. Ich könnte, sagen wir mal, einen mit geringerer Intelligenz, also sagen, dass der auf jeden Fall leichtere Beute ist. Aber der Kreuzritter, der sein ganzes Leben den Glauben hingegeben hat, glaube ich, lässt sich nicht von irgendeiner Tuse da, die so ein bisschen Lust und Sünde hat, da einfach so mal. Ach, da wollte ich schon sagen, da ist noch jemand gewesen. Hallo? Der dämonische Schlange, geht. Au, nicht wegschleudern. Und da wurde bewegungsunfähig gemacht. Ach nö, also ich muss sagen, die Stangenwaffe ist gar nicht so schlecht. So, sehr interessant hier. Ach, ganz vergessen. Okay, das hier sieht schon sehr cool aus. Erinnert mich so ein bisschen an Alien, nämlich die Facehugger. Die sahen nämlich auch so aus. Ups, da habe ich eins versehen. Rechte Maustaste geklickt. Eigentlich wollte ich den nur angreifen. Räuberischer Kord. Und hier habe ich dann noch eine Würmchen gesehen. Würmchen! Zack.
Nee, leider nicht. Kommt mal her hier. Sehr schön, dass das Environment, also das, was mich auch schaden würde, wenn es explodieren würde, auch denen schadet. Bumm. Aber so an sich sieht das hier alles. Das glaube ich nicht. Eher dich erwartet der Tod. Mehr Leben und ein Gewittersturm. Okay. Blub, blub, blub. Was hat er mir gegeben? Irgendwas Goldenes? Schaden und Heilung, aber keine Zähigkeit. Regeneriert 21 Leben, erhöht den Schuldspruch. Ja, behalten wir noch ein bisschen. Aber ich habe hier schon eine Vision gesehen. Das heißt, hier müsste es weitergehen. Das heißt, wir gehen zuerst mal in die andere Richtung. Durchquert den Aria-Krater. Ja gut, aber ich weiß nicht, was hier noch so nebenher sein könnte. Weil ich meine, kann man eine Höhle einfach hier so finden? Wow, was auch immer das da unten ist. Das sieht cool aus. Müssen wir aufpassen, wenn wir da nicht reinrennen. Hey. Zoink. Ein Dämonenbehältnis. War nichts drin. Außer du solltest da drin sein. Eine Truhe. Ein Dämonenbehältnis. Was ist das? Das scheint so irgendetwas nur auszuspucken. So ein bisschen Blut und das war's dann. Oh, so ein Z-Knopf. Interessant. Was haben wir da bekommen? Alles schlecht. So. Da unten haben wir noch was, das müssen wir erkunden. Also müssten wir nicht, aber ich würde es gerne erkunden. Weil wir sind jetzt auf dem Pfad, dass wir eigentlich so schnell wie möglich ein Level steigen müssten. Damit wir mindestens, wenn wir Diablo gegenüberstehen, eigentlich schon Level 60 sind. Man weiß ja nie. So. Okay, hier geht es noch einmal herum. Und auf Wiedersehen. Oh, den Wurm habe ich mitgekillt. Sehr atmosphärisch schon. Wow. So, und für den Rest gibt es immer noch den Schuldspruch. So, damit haben wir vorerst hier alles gesichert. Doink. Also den ersten Schlag müssen wir ausweichen hier. Ich weiß, dass hier welche mit Feuer auf mich schießen. Oh, Vorsicht, Feuer. Okay. Was haben wir denn hier? Weißt du, hier irgendwas Besonderes vielleicht? Also Pestilenzen haben wir wieder hier mit ihrem komischen Arm da. So, der Typ, der ein bisschen Feuer schießt. Ja, alles bisher ganz easy. Ist noch ganz geschmeidig. Ersten Schlag ausweichen, genau. Oh, da haben wir irgendwas Besonderes wieder hier. Ein elektrisierender Gegner anscheinend. Vampirisch elektrisierender Diener. Oh nein, die Hunde scheinen einem sehr viel Schaden zu machen. Stirbt die komischen Hunde da. Die machen echt viel Schaden. Also da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Die komischen Kackhunde da machen sehr viel Schaden. So. Gut, dass ich ein bisschen abgeblockt habe immer. So, wird eingefroren. Stirb und stirb und stirb.
Ein Ring der Invasion. Würmchen, bist du noch hier? Würmchen Junior? Ja, da ist er. Zack. Und zerfallen. Wow! Was ist das denn? Habe ich das kaputt gemacht oder explodiert das? Jo, es explodiert. Ah, schade. Ah. Oder ist schade. Gut so. Okay, da oben haben wir Feuer. Also wenn das da oben echt der richtige Weg ist, dann haben wir hier sehr viel zu erkunden. Und dieses Gras, das hier in der Hölle wächst, ist schon sehr interessant. Sehr interessant. Ah, Feuer. Oh, nochmal Feuer. Oh, Vorsicht. Ah. Wow. Zack, 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 zack. So. Okay. Wow. Da war noch ein Wurm. Was macht der? Oh. Komm her, Würmchen. Wo bist du da? So. Und dann haben wir den wieder weg. Knochenhaufen. Also wenn das echt der falsche Weg ist, weil wir den anderen gehen müssen, ist das hier aber sehr stark ausgespannt. Wenn das hier der richtige ist, hier haben wir noch was zu erkunden, hier haben wir noch was zu erkunden. Nicht schlecht. Ein Höllenbringer, was auch immer das ist. Da haben wir so ein Dämonengefäß. Ich zoome mal dran, was macht das denn? Hm, das war's wohl. Müssen wir da was reinschmeißen? Nee, ne? Hey! Hey, weg da! So, höllischer Kokon. Okay, der höllische Kokon wird wohl anscheinend so dieses Standard sein wie, hey, das kann man kaputt machen oder kommen Sachen raus, zack. Da ist der Stab von dem Eim hingeflogen, hier explodiert. Hm, schade. Schade, dass sie einem weglaufen, der könnte ruhig da stehen bleiben von mir aus. Ah, da haben wir doch was, ein Würmchen. Ich behalte mal meinen Schuldspruch, falls sehr viele von diesen Facehuggern mal wiederkommen. Genau, sowas wie hier. Kann man das immer schön so machen. Gibt immer schön viele Erfahrungspunkte. Ah, der Reflexion. Immer super. Das heißt, wir kommen jetzt wieder schnell unseren Level ab. Das kann ich schon sehen. Allein weil wir schon auf Profi spielen und wir 100% mehr Erfahrungspunkte bekommen. So. Einmal rechts. Oh, Feuer. So. Heißt, wir können jetzt komplett zurück auf die andere Seite. Gut, für so einen Schrein der Reflexion hat es sich eigentlich gelohnt. Schade nur, dass wir nicht den eher gefunden haben. Weil dann hätten wir jetzt so einigermaßen die Erfahrungspunkte abstauben können. Können wir nicht tragen. Das ist das. Sonst was Neues. Ah. Hey! So. So, dann haben wir das auch. Vielleicht haben wir noch einen Wurm irgendwo übersehen. Nee, ich glaube nicht. So, schade, dass wir hier kein Auto laufen haben. Na ja, gut, wäre aber auch ein bisschen fatal. Zumindest nur solange wir auf die Karte gucken könnten, wäre das vom Vorteil. Oh Mist, wir müssen hier links. Bleibt doch da nicht hängen. Aber wir haben hier Gold vergessen. Jungs. Und auf die andere Seite. So, was haben wir denn hier? Da oben ist schon mal ein Schrein, vielleicht ein Schrein der Erleuchtung. Wow, war da viel Gold drin hier. Haben wir schon mal Feuer. Da oben haben wir was. Ha! Schrein der Erleuchtung. Wer hätte das gedacht?
Was für ein Glück man hat ab und zu. Dass wir schon diesen Schrein der diesen Brunnen der Reflexion da hatten. So, leider wird das Problem sein, dass der Schrein der Erleuchtung uns weniger bringen wird, weil hier bestimmt keine Monster sein werden. Oder? So. Wenn jetzt noch viele von diesen Kleinen kommen würden, genau, sowas. Das ist schön. Gesegneter Schild. Aegis. Schuldspruch, ewige Abrechnung. Das war, glaube ich, dass die Abklingzeit. Himmlische Versteckung. Erhebt euch wieder. Ja, das wäre noch cool. Dass dann welche kommen und dann für uns mitkämpfen. Ja, landet in so welche, wo das Avatare des Ordens beschwören werden, die an eurer Seite kämpfen. Wenn ihr Schild einen Gegner trifft, werden die Rüstung und eure Lebensregeneration für kurzen Zeitraum erhöht. Gekauft. Und hier der Schuldspruch. Reduziert die Abklingzeit für jeden von der Explosion getroffenen Gegner. Ja, aber so ist jetzt auch nicht die Abklingzeit hoch, dass man echt darauf richtig hetzen muss. So wie, ja, ich brauche jetzt das unbedingt, weil die Abklingzeit so unheimlich hoch ist. Hey. So. Boah, dem haben wir das ganze Fleisch von den Knochen gehauen. So, leider ist die Erleuchtung gleich vorbei. Ja, ja. Ja, immerhin haben wir das Level bekommen. So, mal gucken gleich, wie das aussieht, wenn wir die Avatare beschwören. Wenn da so eine große Gruppe wieder kommt, dann springe ich da mal rein. So, hier, da haben wir alles erkundet. Und hier ist ja die Vision aufgetaucht. Hallo. Ah, guck mal an. Da sind die. Hä? Nett. Ah, nicht ganz nett, ja. Frage ist nur, muss man sowas haben? Kommt her, meine Guten! Yay! Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Yay! Mein Zorn hat nicht mehr ausgereicht, aber jetzt reicht er plötzlich aus. Doch! Hier geht's schon weiter. Ja, da muss ich einmal ganz kurz Pause machen, wenn wir auf der nächsten Ebene sind. So, ich habe nur einen ganz kleinen Schluck mal so getrunken. Da wollte ich nicht unbedingt machen. Ja, ist dann nochmal, wenn ich am Aufnehmen bin. Ich weiß, das ab und zu mache ich, aber dann ist es auch so, dass es richtig wichtig ist. Oh oh. Sieht aus wie eine Arena. Oh oh. Wow, guckt euch mal den Schatten an. Was ist das? Wer bist du? Wer ist dieser loderne Ghoul hier? Oder dieser loderne Ghoul hier? Oder der höllische Kokon hier? Oh! Mehr Leben. Oh oh. Vier! Boom! Los, meine Avatare! Nicht genug Zorn. Wow, 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 wow. Also. Das muss ich mir hier nicht geben. Ja, ja, zack. Oh oh. Was ist dieses Feuer, was da kommt? Ach, da ist doch was. Da ist was Fliegendes. Eine Succubus. Hilfe. Niemand will eine Succubus haben. Neues Wissen. Succubus. Ne, Succubi. So, ich denke, ich werde bevorzugen, aber doch, ach, muss ich gleich wechseln. Nicht den... Ne, ist nicht besser. Irgendwas besser? Nein. Heilung. Der Gunst. Weg mit euch. Der Gunst war, glaube ich, dass wir genau bessere Sachen finden.
Ist immer so eine zwiespältige Sache. Findet das Sündenherz der Verdammnis. Wo, wie kommst du denn da drauf, Phasenbessie? Wo kommst du denn her? Ah, ja, das eine ist schon intelligent gewählt, weil es steht ja, es hat die Wahrscheinlichkeit dann, das, nicht die Wahrscheinlichkeit, immer wenn wir angreifen, verringert sich die Abklingzeit. Außer natürlich die von Akkadas Champion, das wäre ja auch unfair, dann würde man sich sehr viel einfach auf Attack Speed setzen. Da haben wir die Phase ein bisschen. Wow! Noch nicht. Wie noch nicht? Wir machen es jetzt noch nicht, gleich aber. Gleich, aber jetzt noch nicht. Und tschüss. Boah, wie geil die da weggeflogen ist. Guckt euch mal das Herz an da. Das ist ein Sündenherz. Wo ist die? Da, da schwebt die. Das heißt, hier geht es weiter. Warte. Guckt euch mal das grausige Ding da an, ey. Ist doch nicht normal. Auf jeden Fall in die andere Richtung noch gehen. Ich wollte sagen, wie sieht es denn mit unserem Inventar aus? Aber das ist ja eigentlich sehr jämmerlich. Eigentlich sehr jämmerlich, was wir bisher gefunden haben. Warum haben wir einen... Oh. Okay, irgendwas hat hier geschrien, das habe ich gehört. Muss mir unbedingt... Nächsten Monat oder sowas mal ein bisschen informieren und mal so einen vernünftigen Mikrofonständer hier holen. Weil das, womit ich arbeite, ist mehr oder minder nicht so das Optimalste. Weil dadurch ab und zu diese Hall-Effekte kommen, habe ich festgestellt. Deshalb habe ich das jetzt umgestellt, dass mir das Mikrofon fast schon in meinem Mund liegt, in der Richtung. Oh, zwei Heiltränke. Ich fand das gerade sehr interessant, wie mein Schild da so herumgeschworen ist, da zwischen den ganzen Sachen. Sehr interessant gemacht. Und der Typ muss sterben, bevor er hier wieder... Hallo, auf! So, geht doch. So. Ich finde das immer so cool, wie die eigentlich von diesem heiligen Licht komplett vaporisiert werden. Ein höllischer Kokon. Ein Höllenhund. Whoop. Irgendwas Blaues, Riesiges, Illusionist und Feuerketten. Oh je, das kann ja was werden. Aber das Gute ist, ja. Das Gute sind halt durch diese Illusionisten. Oh, 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 ja. Eher das Schlechte durch diese Illusionisten ist, dass da so viele sind. Da weiß man nicht, was der Echte ist und was der Falsche ist. Mein Zorn reicht. Der eine ist bewegungsunfähig gemacht worden. Wichtig ist, dass wir bloß nicht zwischen den Typen kommen. Weil... Oh, ja genau. Sowas kann passieren. Und da die diese Feuerketten machen, ist das schon ein bisschen, sagen wir mal... blöd, wenn man genau dazwischen ist. Und diese Illusionen züchten, die ja auch die Fähigkeit haben, diese Feuerketten zu besitzen. So, du bist keine Illusion. Ja, von mir aus. Da. Damit haben wir Glück gehabt. Das ist halt das Blöde. Wie man gesehen hat, das waren schon einige, die da echt gewesen sind. Stellt euch vor, wir würden uns dazwischen jetzt bewegen und alle hätten Feuerketten. Man hat gesehen, dass mein Leben schon sehr rapide abgenommen hatte. Hier geht's in die Mitte. Ist da hier ein Sündenherz? Oder was ist hier? Ah, ich glaube, da unten geht es tiefer. Ich möchte aber zuerst mal diesen komischen Kreis hier erkunden. Ihr sehen kann, hier ist ja noch was. Well! Genau, hier ist das Herz. So weit waren wir schon, genau. Hier kommen noch ein paar Ghule anscheinend. Ab in den Abgrund wieder mit dir. Blub. So.
Genau, das heißt, wir wären auf beiden Wegen aus hier hingekommen. Was natürlich in einem Kreis eigentlich sehr gut ist, dass es ein Kreis halt ist, sonst wäre es halt kein Kreis. Obwohl, eigentlich ist es ein Ring. Ein Kreis wäre ja in der Mitte. Da, Turm der Verdammten findet das Sündenherz im... Wo ist die? Wo ist sie? Hey! Eine schillernde Träne. Nehme ich. Oh. Ach, ein ganz einfaches Schild. Ne. Oh. Okay. Dum, 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 dum. Oh. Was ist das denn hier? Direkt schon wieder ein Gang nach unten. Oh. Nein, du Spinnending. Hau ab, husch, husch. Aber weshalb ist hier schon ein Gang? Ist das so ein besonderer Gang? Sollen wir mal gucken, was das da ist? Was ist das denn hier? Hm? Hä? Ach so! Herz der Verdammten, das ist also unten. Ob wir da eigentlich mit unserem Himmelsprung cheaten könnten und einfach so drüber springen könnten? Wäre jetzt so die Frage. Ich weiß es nicht. Wow, Gold. Also, sind wir schon in der Hölle oder sind wir noch nicht in der Hölle? Wow. Nicht von den Bällen treffen lassen. Das sind die, die hier diese Rüstung von uns verlängern. Okay. Also das ist hier der Abgrund zur Hölle, wenn ich mich nicht irre, oder? Also der Abstieg. Abstieg zur Hölle. Weil ich glaube, in jedem Diablo hat man bisher Diablo immer töten müssen. Das heißt, Diablo kommt doch irgendwie aus dem schwarzen Seelenstein frei. Keine Ahnung wie, aber er muss ja irgendwie freikommen. Sonst wird ja Diablo das Spiel keinen Sinn machen, wenn kein Diablo drin wäre. Außerdem habe ich gesehen, dass in, hier, wie heißt das nochmal? Alpha Storm? Storm of Heroes, oder wie das auch immer heißt. Also dieses MOBA, was die jetzt gemacht haben, eigentlich sozusagen auch Diablo ist. Und der, sagen wir mal, in einer, sagen wir mal, überarbeiteten Fassung ist und nicht aus der Fassung und nicht so aussieht wie aus Diablo 2. Das heißt, der müsste eigentlich hier sein. Oder gehen wir mal davon aus, dass er hier ist. Ein Greifer. Also dafür, dass das hier Profi ist und eigentlich bessere Sachen spawnen müssten, sehe ich hiervon nichts. Ihr seht zwar ab und zu sehr viel Gold spawnen, ja. Oh, und das Sündenherz hier. Ey. Teleport und ach, vampirisch. Wollte schon sagen, Verdammnis? Was ist denn Verdammnis? Aber, die Phasenbestien teleportieren sich im Allgemeinen schon. Also macht das mit dem Teleport weniger Sinn. Was war das denn jetzt? Was habe ich da aufgehoben? Gürtel? Ne, Schuhe. Mal gucken. Ja gut, besser sind die sowieso, aber in allen... Distanz, Nahkampfschüsse, erhöht den Schaden von Schildstoß. Hm. Schildstoß ist, glaube ich, die erste Fertigkeit, die wir hatten. Und das ist... Ja. Ja. Sehen auch schön aus, eigentlich. Ugh, das macht noch so komische Geräusche, das Ding. Qualstecher. So nennen sie sich heutzutage also. Bop. Was war das denn? Man hat ein Seelengefängnis und ich habe gerade die Seelen befreit, weil es so komisch geschrien hat. So, Oh, oh, Feuer. Und hinter mir noch Ghule. Kommt mal alle her. Boom. So. Herz der Verdammnis. Ich glaube, hier müssen wir auf jeden Fall gegen die Spinnenlady kämpfen. Wieso bist du das Herz? Bewachst du das Herz?